Hallo, mein Name ist Mario und ich mache heute einen Burger aus Rinderfilet mit einer Jakobsmuschel und einem Parmesanchip. Was ich dafür brauche, ist ein Rinderfilet, eine Jakobsmuschel, ein bisschen Parmesan für den Parmesanchip, Salz, Pfeffer habe ich hier, einen Whiskypfeffer, den ich mal probieren wollte, und das ist eigentlich alles. Fangen wir mal an mit dem Rinderfilet und der Jakobsmuschel. Das ist sehr einfach, vor dem Grillen. Salzen wir das Rinderfilet von beiden Seiten. Die Jakobsmuschel lassen wir in Natur und der Pfeffer kommt später. Für den Parmesanchip nehmen wir einfach ein bisschen Parmesan, reiben ihn uns. Und stellen sie nur auf den Grill. Da sehen wir uns gleich wieder. Am Grill werden wir jetzt das Rinderfilet anmachen. Ich habe aber die Platte aufgelegt, leicht angehüllt, deswegen der Qualm. Ich werde es jetzt von beiden Seiten kurz angrillen. Und dann im indirekten Bereich, jetzt mal indirekt machen, Gazi. Angrillen vielleicht so 2 Minuten. Jetzt schauen wir mal, wie es sich entwickelt hat. Ja, will noch nicht, also brauchst du noch. Vielleicht kurz als Erläuterung. Eben im Grill aufwärmen, habe ich schnell einmal den Parmesan herumgestellt. Der Chip ist soweit fertig. Fleisch löst sich noch nicht, deswegen lässt es noch ein bisschen liegen. Jetzt noch mal eine Minute um, gucken wir mal, ob es lösen lässt. Ach, das sieht schon besser aus. Dann nehmen wir die andere Seite und rein die auch. So 2-3 Minuten. 3 Minuten später. Sich löst. Ja, das sieht gut aus. Jetzt würde ich einmal die Kerntemperatur messen. Ich denke, dass wir so Mitte 30 sind vielleicht. So, 38. Jetzt werde ich es nehmen, lege es in den indirekten Bereich. Zieltemperatur ist 53, 54 Grad. So, das Rinderfilet habe ich jetzt runtergenommen. Es ist jetzt 53 Grad. Dann gleich in Alufolie eingewickelt. Jetzt grill ich kurz die Jakobsmuschel an. Vielleicht so 1 Minute von jeder Seite. 1 Minute später. Einmal wenden. So, dann wollen wir mal den Burger anrichten. Nehmen das Rinderfilet, was wir als Bann benutzen. Schneiden das aber mittig durch. Setzen die Jakobsmuschel auf. Den Parmesanchip, besser ist glaube ich unten runter. Dann würzen wir das Ganze mit ein bisschen Salz. Und ein bisschen was von dem Whisky-Pfeffer. So. Dann hätten wir den Rinderfilet-Burger mit einer Jakobsmuschel und einem Parmesan-Chip.
das Ganze aus. Rinderfilet hätte vielleicht ein bisschen weniger gekonnt. Ich probiere mal ein Eckchen. Hier mal dann das Stückchen zum Probieren. Sehr saftig, sehr süß. Ein bisschen Schärfe. Salz und Parmesan.